Ja, also eine wichtige Serie, eine Kommunikationsschnittstelle fehlt uns noch. Und für die brauchen wir dann die Idee von so einem Open Collector Ausgang. Und darum habe ich jetzt hier als vorletzten Block irgendwie so die Open Collector Ausgänge schnell eingeschoben. Die Idee von so einem Open Collector Ausgang ist relativ einfach. Ich habe einen Chip, einen Mikroprozessor, was auch immer, und ich habe jetzt einen Pin. Wenn ich den als Ausgangspin konfiguriere, kann ich den auf Ground ziehen, da habe ich hier diesen Transistor. Ich kann ihn aber nicht aktiv auf High ziehen. Also normalerweise, wenn ich einen Ausgangspin habe, muss ich mich entscheiden, möchte ich da jetzt aktiv ein niedriges Potenzial erzwingen auf dieser Leitung, indem ich Strom rausziehe, oder möchte ich aktiv ein hohes Potenzial erzwingen, indem ich Strom in die Leitung hineinschicke. Und mit einem Open Collector Ausgang habe ich auch eine Wahl zwischen zwei Möglichkeiten, aber die beiden Möglichkeiten sind, ich erzwinge ein niedriges Potenzial, indem ich Strom aus der Leitung herausziehe, oder ich rühre die Leitung nicht an. Ich gehe in einen hochohmigen Ausgangszustand. Open Collector, darum, wenn ich hier so einen NPN-Transistor mir vorstelle am Ausgangspin, dann habe ich eben einfach nur den Kollektor von dem Transistor mit dem Pin verbunden und kann dann eben über mein internes Signal hier die Kollektor-Emitter-Strecke kurz schließen und den Pin auf Ground legen. Oder wenn das interne Signal low ist, dann ist dieser Transistor hier offen und damit ist dann der Pin eigentlich mit nichts verbunden, effektiv. Das ist es eigentlich, das ist die Idee von einem Open-Collector-Ausgang. Ja, aber das Oszilloskop hat auf dem Tastkopf 1 oder 10 Megaohm, je nachdem, ob du es in 1 zu 1 oder 1 zu 10 Modus hast. Das heißt, du verbindest das aber nur über einen ganz, ganz geringen Leitwert. Aber generell ist es natürlich immer ein Problem, dass wenn ich mit dem Oszilloskop wohin gehe, dann funktioniert es. Und ich habe mehr als nur einmal eine Schaltung gehabt, die überhaupt nicht funktioniert, bis zu dem Augenblick, wo es in einem Ostsee dran hängt. Und dann weiß man auch nicht, was man machen soll. Man kann ja nicht das, irgendwie das Ostsee mit ausliefern. Und normalerweise sind das dann so Sachen wie der gleiche Fehler, den man quasi hat und der weggeht, wenn man mit dem Ostsee hingeht, geht auch weg, wenn man mit einem, weiß ich nicht, mit einem 10 Megaohm Widerstand das mit Ground verbindet und oder wenn man da irgendwie 10 Picofarad als Kondensator hineinhängt. Weil halt so ein Oszillator-Tastkopf im Wesentlichen eine Kombination ist, also einer kleinen Kapazität gegenüber Ground und einem großen Widerstand gegen Ground. Aber ich habe immer eine elektrische Veränderung, wenn ich mit einem Oszilloskop wo hineingehe. Und ich meine, ich kann so Schaltungen, die irgendwie, weiß ich nicht, 100 MHz oder so haben, da kann ich noch sinnvoll mit einem Tastkopf messen. Aber viele andere Dinge geht nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein High-Speed-differenzielles Signal habe, irgendwas wie USB 3.0 oder eben PCI Express, und ich möchte mit einem Oszilloskop zuschauen, was auf der Leitung sich passiert. In dem Augenblick, wo ich mit dem Oszilloskop hingehe, geht gar nichts mehr, weil ich dann die Schaltung eben so stark verändert habe, und dann brauche ich ganz, ganz eigene Tastköpfe, die wenige Änderungen in die Schaltung einbringen, damit ich sowas dann noch messen kann. Aber in dem Fall hier, auch wenn ich das interne Signal hier jetzt auf Low habe und das Transistor ist quasi offen, habe ich immer noch einen ganz, ganz kleinen Bias-Strom, der da irgendwie durchlecken wird und so. Und wahrscheinlich ändert das jetzt nicht allzu viel in dem konkreten Fall, wenn ich mit einem Oszillator-Tastkopf hingehe. Und zwar im Wesentlichen darum, weil ich einen Pull-Up-Widerstand verwenden möchte mit einer Open-Collector-Schaltung. Also normalerweise möchte ich das nicht, dass es irgendeine Leitung gibt, wo einfach niemand in dem System sagt, diese Leitung soll jetzt auf einem hohen Potenzial oder auf einem niedrigen Potenzial liegen. Und normalerweise würde ich eben hier einfach zwei Transistoren haben und einer hat die Aufgabe, das doch nach Ground zu schalten, möglichst niederohmisch, oder der andere hat die Aufgabe, das Signal zur Versorgungsspannung hinzuschalten, möglichst niederohmisch.
Was ich hier aber machen kann, ich kann sagen, ich mache einen Pull-Up-Widerstand und dann verwende ich diesen Transistor nur, um das Signal nach Ground zu ziehen. Und wenn der Transistor aber offen ist, wenn er diese Verbindung nicht herstellt, dann macht mein Pull-Up-Widerstand, dass der Ausgang high geht. Also im Grunde ist das dann, wenn ich den Pull-Up-Widerstand hier dazu denke, ist das genau die Emitterschaltung, wenn ihr euch erinnert, die ja ein invertierender Verstärker ist, wo wir dann auch immer gesagt haben, naja, wenn die am Ausgang quasi Strom liefern soll, ist das ein bisschen blöd, weil das muss durch diesen Widerstand durch, aber am Ausgang quasi Strom aufnehmen ist kein Problem, das geht direkt durch die Kollektor-Emitter-Strecke von einem Transistor. So, warum werde ich das machen? Warum werde ich einen Ausgang als Open-Collector-Ausgang beschalten, anstatt quasi einen normalen Ausgang, der einfach beide Zustände machen kann? Wenn ich mehrere Ausgänge quasi zusammenschalte, mit der eine würde einen High liefern und der andere einen Low, dann würde da der Stromverbrauch etwas steigen. Genau, also ich habe die Situation, mehrere Chips hängen am gleichen Signal, wollen alle über das Signal der Welt etwas mitteilen, und wenn sie halt nicht das gleiche mitteilen wollen, der eine 1, der andere 0, habe ich einen Kurzschluss und das ist nicht gut. Und hier hätte ich quasi einen gewissen Stromverbrauch, wenn irgendeiner dieser Chips den Ausgang auf 0 legt, weil ich dann ja über den Vorwiderstand Strom ziehen muss. Das heißt, ich werde den vielleicht nicht als einen 1 Ohm Widerstand auslegen und dann brauche ich meine 5 Ampere, um irgendwie 5 Volt zu machen, sondern ich werde den halt mit, weiß ich nicht, 10 Kiloohm auslegen und dann, dann reicht mir eben schon ein halbes Milliampere, um den gleichen Effekt zu haben. Also ich schließe mehrere Chips an eine Signalleitung an. Dafür ist das sinnvoll. Da komme ich dann zu Dingen wie diesem Wired N. Also wenn ich jetzt hergehe und ich habe viele Ausgänge und ich möchte die logisch mit einer UND-Verknüpfung zusammenschließen. Wann ist denn eine UND-Verknüpfung 1? Solange alle eingeschränkt sind. Genau. Wann ist eine UND-Verknüpfung 0? Wenn mindestens einer auf 0 ist. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Schaltung hier habe, für jeden Chip und diese Pins, die hänge ich alle zusammen, dann habe ich einen Pull-Up-Widerstand, dann reicht es, wenn irgendeiner dieser Transistoren durchschaltet. Der wird dann dieses Netzwerk am Ausgang nach Ground ziehen. Wenn das 5 machen, stört es auch nicht. Aber so wie der erste quasi sagt, hier ist 0, ist auf dem Netzwerk 0. Und damit habe ich logisch das Gleiche erreicht, wie wenn ich alle diese Ausgänge quasi an ein großes UND-Gatter zusammengeschlossen hätte. Nur ohne, dass ich ein wirkliches Bauteil dafür gebraucht habe. Ich habe einfach die Tatsache verwendet, dass ich für den 1-Zustand einen vergleichsweise hochohmigen Treiber habe und für den 0-Zustand einen sehr niederohmigen Treiber. Und wenn quasi irgendeiner sagt, hier ist 0, dann gilt das einfach viel mehr als der hochohmige 1-Treiber. Okay, also was sind jetzt die Vorteile von diesem Schaltungsmuster, von dieser Idee und was sind die Nachteile? Nicht überlastet werden. Ja, ich kann mehrere Chips gemeinsam auf einen Ausgang zusammenschließen, ohne dass es zu elektrischen Effekten kommt, für die Chips einfach nicht ausgelegt sind. Also das ist ganz klar ein Vorteil. Im Fehlerfall. Also wenn beide funktionieren, dann ist das... Das hängt davon ab, weil ich kann ja ein Protokoll aufbauen, das diese Funktionalität verwendet. Das quasi sagt, da kann es sein, dass beide wollen, dass 0 ist, oder nur einer will, dass 0 ist und der andere will, dass 1 ist, und dass das eine Art ist, wie diese Chips da miteinander kommunizieren können. Und das Protokoll, das wir uns als nächstes anschauen, IPA3C, arbeitet genauso. Also das sieht durchaus vor,
dass dort mehrere Chips auf einen Pin hängen und dass die eben genau dieses Wired-End-Verhalten sozusagen haben. Also ich habe die Möglichkeit, Sachen aufzubauen, die ich sonst nicht aufbauen könnte, ohne ein dezidiertes Endgatter zum Beispiel, das wirklich mehrere Signale zusammenführt. Was wären denn die Sachen, also warum wäre denn das wünschenswert, dass ich kein dezidiertes Endgatter brauche? Also ich spare mir ein Bauteil, okay, aber was ist abgesehen davon noch ein ganz großer Vorteil davon, dass ich da kein Gatter brauche, das die Dinge zusammenführt? Von der Architektur her, oder? Ich kann das irgendwie von der Leitung zusammenstecken. Ja, genau. Also ich kann ein System aufbauen, wo irgendwie eine Leitung bei jedem Chip vorbeikommt und die können darüber kommunizieren und das ist viel weniger Aufwand, wenn ich quasi von jedem Chip zu einem zentralen Punkt Leitungen hinführen muss. Und wenn ich jetzt ein Produkt habe, das quasi weiterentwickelt wird, sukzessive, und dann habe ich ein System, wo ich so ein zentrales Endgatter habe, dann muss ich zu irgendeinem Punkt die Entscheidung treffen, wie viele Eingangsgänge soll dieses Gatter dann haben. Und mit dieser Entscheidung lege ich dann fest, wie viele Komponenten ich habe, die auf diese Art und Weise miteinander interagieren, während bei so einem Open Collector Ding, da an einer Stelle meinem Board sehe ich meinen Widerstand vor und dann kann ich beliebig viele Dinge daran anstecken, ohne dass ich jetzt irgendwie alles zu einem zentralen Punkt zusammenführen muss, ohne dass ich eine zentrale Entscheidung treffen muss, wie viele können es denn sein, die auf diesem System zusammenhängen. Das sind die Vorteile. Was wäre denn ein Nachteil von so einer Architektur? Ist langsamer, ja. Also der Wechsel von 0 auf 1 geht nicht so schnell, weil das eben da die Kapazität von den Leiterbahnen umgeladen werden muss über diesen Widerstand, der jetzt vielleicht nicht so viel Strom liefern kann. Außerdem, wenn ich wirklich schnelle Übertragungen machen möchte, dann brauche ich immer Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Also da brauche ich etwas, wo ich genau weiß, was passiert, wenn ich an der Stelle in die Leitung hineinrufe, wie breitet sich dann das Signal aus und ab einer gewissen Taktrate kann ich das nur noch sinnvoll mit Punkt-zu-Punkt-Verbindungen machen. Was wäre denn ein anderer Nachteil von dieser Architektur, der jetzt mit Geschwindigkeit überhaupt nichts zu tun hat? Die nächste Frage ist, wie viele Open-Collector-Ausgänge können maximal zu einem Wired-End zusammengeschaltet werden? Es muss, der Leckstrom von den Transistoren muss wesentlich kleiner sein, ja, als der Strom, der fließt, wenn er wirklich durchgeschalten ist. Genau. Also das wäre die nächste Frage. Das beantwortet nicht die Frage, die ich gerade gestellt habe. Ich glaube, ich denke, ich habe gerade darüber nachgedacht, aber ich glaube nicht. Aber ja, also das ist im Wesentlichen der limitierende Faktor, wie groß sind diese Leckströme, die da auftreten. Vorzeit nicht, wenn das irgendwie 5 Volt sind, ich habe 10 Kiloohm, dann reicht quasi ein halbes Milliampere, um das durchzuschalten. Und wenn ich da jetzt auf die Idee kommen, ja, 1000 Dinge parallel zu schalten, dann kann das schon sein, dass das nicht mehr so leicht funktioniert. In der Praxis glaube ich aber, dass die Kapazitäten von den Pins, die auf diesem Bus draufhängen, mehr ausmachen als die Leckströme. Dass ich einfach quasi immer mehr Kapazitäten umladen muss, wenn ich schalte. Und irgendwann verlangsamt das und verschmiert das meine Flanken so sehr, dass das Protokoll nicht mehr gescheit funktioniert. Aber was ist denn jetzt noch ein großer Nachteil von solchen Open-Collector-Schaltern? Sagen wir wollen einen batteriebetriebenen Temperatursensor machen, den ich an die Wand kleben möchte und dann soll er für ein Jahr lang Daten aufzeichnen. Ja, der Widerstand fließt zu Strom. Genau. Also jedes Mal, wenn irgendeiner dieser Pins auf Null schaltet, muss ich über diesen Widerstand entsprechenden Strom ziehen.
Und ich habe vorher gesagt, halbes Milliampere, überhaupt kein Problem für die allermeisten Anwendungen. Aber wenn ich jetzt wirklich auf ultrastromsparend gehen möchte, so mit einer Primärzelle ein Ding für Jahre betreiben, dann kann ich mir so etwas nicht leisten. Also dann kann ich, da muss ich eine andere Variante nehmen, wie meine Chips miteinander kommunizieren können. Gut, warum baut man den Pull-Up-Widerstand nicht direkt in diesen Open Collector-Ausgang mit ein? Ist ja doof, wenn man da noch ein eigenes Bauteil braucht. Ja, wenn ich 10 Kollektoren zusammenschalte, dann muss der runterzieht, den 10 Wochen Strom zahlen. Genau, also das ist keine gute Idee und darum sagt man Widerstände kosten so nichts als Bauteile, dann macht man eins einzeln hin. Gerade bei Mikrocontrollern ist es aber so, dass die sehr wohl einen Pull-Up-Widerstand eingebaut haben, den man dann per Software aktivieren kann. Was auch oft ausreicht für sowas wie das IPC-Bus. Da muss man einfach wissen, wenn man die Architektur macht, ich brauche einen Pull-Up-Widerstand auf dem Netz und das sollte ich nicht vergessen, wenn ich die Firmware schreibe, sonst wundere ich mich, warum IPC nicht funktioniert. Okay, wie kann ich eine Wired-OR-Schaltung machen? Wichtig, nicht invertierende Eingänge und den Ausgang invertieren. Genau, also im Wesentlichen verwende ich dieses eine Gesetz, wie hat es geheißen? Morsche Gesetz. Morgen. Das ist das morgische Gesetz und macht quasi das Wired OR, indem ich Wired 1 verwende. Oder indem ich quasi 1 und 0 anders definiere. Oder PNP-Transistoren statt NPN-Transistoren verwende. Aber ich mache quasi irgendetwas Komplementäres zu dem. Über den Morgen wissen wir eben, wenn ich irgendwie 1 zur Verfügung habe, dann ist OR und N. Also wenn ich eine 1 zur Verfügung habe, ist irgendwie OR und N das gleiche gewesen. So. Warum kann das ganz praktisch sein, wenn so ein Open-Collector-Ausgang gleichzeitig auch ein Eingang ist? Für meinen Mikrocontroller zum Beispiel. Ja, aber ich meine jetzt weniger wirklich den Tri-State-Modus, indem ich quasi umschalte. Also natürlich ist das Open Collector eine Art Tri-State. Aber wann kann denn quasi, wenn ich quasi einer der Chips bin, die auf so einer Leitung hängen, mit Open Collector ausgängen, wann kann denn diese Leitung auf Null gehen? Also für mich als Chip gibt es da nur zwei Möglichkeiten. Wenn es ein anderer zieht oder ich. Ja. Entweder macht es jemand anderer oder ich mach's. Für ich mach's, baue ich die Eingangsfunktionalität. Weil das weiß ich. Aber um zu erkennen, dass es gerade jemand anderer macht, brauche ich es. Und damit kann ich dann quasi diese Kommunikation machen. Dass ich quasi sage, entweder zwinge ich den Ausgang auf Null, oder ich mache nichts aktiv, schaue aber nach, ob jemand anderen den Ausgang gerade noch nutzt. Das sind quasi diese beiden Arten von Operationen, die ich dann durchführen kann auf diesem Signal. Okay, Fragen zu Open Collector Ausgängen? Ja, ganz viel. Also ich spiele eine integrale Rolle in dem IPC-Bus, der jetzt im nächsten Block kommt. Und der ist ja einer der weit verbreitetsten Bussysteme überhaupt, wenn man irgendwie so Sensoren und diese Dinge hat. Gibt es auch unter ganz, ganz vielen verschiedenen Namen. Also wenn du in der PC-Hardware nachschaust, da gibt es diesen System Management Bus zum Beispiel. Der System Management Bus ist ein IPC-Bus, wo man noch ein paar Zusatz Einschränkungen dazu gemacht hat, welche Taktraten und so erlaubt sind, dann ist der System Management Bus und die ganzen Temperatursensoren auf einem PC Motherboard und welche Drehzahlmessungen von Lüftern und Temperaturmessungen unter der CPU und neben der CPU und was weiß ich was alles, ist quasi alles dieses IPC. Auch sonst, also es ist kaum möglich, dass man ein Stück Hardware aufmacht, wo irgendwie mehr als 3 digitale Chips dran sind, ohne dass da irgendwas miteinander mit IPC verzichtet.
Okay, sonst Fragen zu Open Collector?